Hallo und herzlich willkommen zu Average Gaming. Heute in Monza. Und ich muss mal ein bisschen hier Hintergrundgeräusche erklären. Also das laute Klackern, das ihr immer hört, das ist mein McLaren GT3 Wheel. Das ist leider sehr laut, das ist auch bekannt. Es gibt Mods, da kann man es ein bisschen leiser machen und dämpfen, aber ich bastel da ungern dran rum. Außerdem mag ich das knackige Klack, Klack, Klack. Und insofern wird das auch so bleiben. Also da kann man sich aber, glaube ich, auch dran gewöhnen. Ist auch beim Anschauen immer ein ganz guter Indikator, wo ich schalte. Und das laute Quietschen, das ihr hört, das sind meine CSL Elite Load Cell Bremsen. Erste Generation. Und ja, die haben schon ein bisschen was hinter sich. Insofern, aber da werde ich bald Abhilfe schaffen. Also keine Sorge, das Quietschen wird bald verschwunden sein. Hier werdet ihr es gleich hören, genau. Und ja, das ist halt recht laut mittlerweile. Gut, ich könnte es auch einfach ölen, aber wie gesagt, die haben die besten Zeiten hinter sich und da muss bald was Neues kommen. Wir haben also die berüchtigte Schrottpresse, die erste Schikane in Monza, heil hinter uns gebracht, wurden nicht zusammengestaucht zu einem kleinen Metallwürfel und können jetzt optimistisch in die Zukunft und die nächsten Kilometer schauen, die dieses Rennen bringen wird. Wir sortieren uns relativ eng hinter Gruzin ein und nutzen den Windschatten wie so oft und so gerne. Und ja, hier hat es auch schon die ersten Mal immer ein bisschen weiter aus der Kurve rausgetragen, aber nichts, was mir Plätze gebracht hätte, glaube ich. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hatte ich Startplatz 10. Und da befinde ich mich auch jetzt noch. Aber was will man meckern? Wir haben ja erst ein paar Kurven gefahren. Also immer ruhig mit den jungen Pferden. Das kann noch werden. Diese Schikane hier ist relativ anspruchsvoll technisch. Insofern verliere ich da natürlich ein wenig an Boden. Denn wie alle, die meinen Kanal verfolgen, wissen, ich bin noch Anfänger und ich habe noch viel, viel, viel zu lernen. Und meistens steige ich in so ein Rennen ein, lange bevor ich die Strecke tatsächlich vernünftig gelernt habe. Und ich verlasse mich da dann auf mein sicheres Fahren und mein instinktives Fahrgefühl, doch deutlich mehr als auf meinen tatsächlichen Skill und gelernte Bremspunkte. Insofern, ja, muss man da eben immer ein wenig Daumen drücken und beten. So, zum zweiten Mal in die Todesschikane und auch hier kommen wir einigermaßen unbeschadet durch. Ich gebe Marco einen leichten Stupser, der ihm nicht zum Nachteil gereicht, würde ich meinen. Es hat ihn im Gegenteil ein wenig nach vorne katapultiert. Also gern geschehen, Marco. Jederzeit wieder. Ich bin immer gerne meinen Mitfahrern behilflich, wenn auch sie mir ein wenig Hilfe zukommen lassen. Hier bin ich ein wenig ungestüm reingegangen und habe Gruzin ein bisschen weggedrängt. Wir gehen jetzt zu dritt nebeneinander hier in die weitere Strecke und da habe ich mich entschieden, zurückzustecken und dann doch lieber ein wenig abzuwarten, bevor wir ja eben hier gemeinsam rausfliegen. Und da hat es dann gleich drei von der Strecke gekegelt. Insofern hat sich das Abwarten bezahlt gemacht. Ich habe zwei Plätze geerbt und bin nunmehr vorgerückt auf Platz Nummer 8. Das geht sich doch schon mal ganz in Ordnung an. Die Gruppe vor mir, die hat allerdings ein bisschen Abstand gewonnen von mir. Aber zum Glück kegelt es da Marco raus. Da war er wahrscheinlich ein wenig zu stark auf dem Gas, während er mit zwei Rädern auf dem Körper. Das kann dann schon mal gut und gerne passieren. Betel 2 Euze Finn ist direkt hinter mir. Und da muss ich jetzt natürlich aufpassen hier in dieser Kurve. Aber alles aufpassen hilft nicht. Es kommt zum Lacktausch und er schiebt sich neben mich. Wir fahren jetzt nebeneinander hier die lange Gerade runter. Und ja, da wir, glaube ich, die gleichen Fahrzeuge fahren, gibt es da auch für keinen von uns beiden so richtig was zu gewinnen. Aber ja, ich bremse natürlich immer ein bisschen früher als die meisten. In dieser Schikane hat Kiriakov ein wenig rausgedreht und ich sortiere mich direkt hinter ihm ein. Er hat sich ganz gut gefangen.
Und ich nutze wieder mal den Windschatten, habe einen Abstand von knapp über einer Sekunde auf den Mann hinter mir aufgebaut und attackiere jetzt Kiriakov. Aber in dieser Schikane, da sieht man auch schon die Fetzen fliegen, da geht's halt auch hoch her. Und da halte ich mich doch lieber wieder ein wenig zurück. Ich bin kein Freund der Kegelei, wie ihr in meinem letzten Video gelernt habt. Und insofern bin ich vorsichtig. Ich bin vorsichtig geworden durch die Erfahrungen der letzten Rennen, die ja doch ein wenig unerfreulich waren. Aber alle Vorsicht hilft da nichts. Auch dieses Rennen bringt einiges Unerfreuliches mit sich. Das werden wir gleich alles noch zu sehen bekommen. Ich bremse jetzt hier ein bisschen später mal an als gewöhnlich in dieser Schikane. Trotzdem, alles hilft nichts. Kiriakov behauptet seinen Vorsprung ziemlich gut, würde ich meinen. Dafür habe ich ein bisschen Boden auf Cash verloren. Und da sitzt jemand eine Zeitstrafe ab. Andy ist es, und da wird er gleich rausgeschubst und saust an uns vorbei geradeaus. Da, wo man eigentlich rechts abbiegen sollte. Kiriakov trägt seinerseits auch relativ weit raus. Er verliert einiges an Tempo. Und das gibt mir die Gelegenheit, nun zügig an ihm vorbeizuziehen. Und auf einmal finde ich mich am Anfang von Runde 4 auf Platz 6 wieder. Wieder scharfes Anbremsen in die Todesschikane. Ein wenig Holter die Polter, ein wenig Geschiebe. Und ich hatte das Gefühl, ich habe Kiriakov hier aus der Kurve hinausgedrückt. Schauen wir uns das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Und da ist auch in der Zeitlupe kein Kontakt zu sehen. Ich war aber der festen Überzeugung, ich hätte ihn nun rausgeschoben, und mich martert mein schlechtes Gewissen und ich entscheide mich hier tatsächlich in der langgezogenen Kurve vom Gas zu gehen, und das mehrfach. Ich rolle gemütlich aus, Cash zieht an mir vorbei, Kiriakov zieht an mir vorbei, wunderbar, und dann rumpelt sich Thies noch in mich rein, der dachte, er könnte hier profitieren von meiner Weichheit. Und ja, hat er auch letzten Endes. Ich habe also freiwillig dieses Rennen weggeworfen. Einfach so in die Mülltonne, Deckel auf, Rennen rein, Deckel zugeknallt. Und ja, das hat sich dann. Also völlig falsch verstandene Galanterie, die ich hier walten lasse. War unnötig. Hätte so nicht sein müssen, aber gut, ich denke mir auch, im Zweifel lieber zu freundlich sein, als irgendwie fies sein und andere runterschießen und am Ende dann sich anschimpfen lassen im Chat. Ja, also alles sehr unglücklich. Ich bin mittlerweile auf Platz 11 runtergerauscht. Also das ist einfach sehr unerfreulich. Ich bin hier im Zweikampf mit Thies, der sich so frech vorgedrängelt hatte, als ich Kiriakov seinen Platz zurückgegeben habe, seinen vermeintlich durch mich verlorenen Platz. Ja, jetzt ist Thies auch vor mir. Wir bremsen hier gemeinsam an in die Schikane und ich schaffe es tatsächlich in der Todesschikane hier mal so einigermaßen einen guten Move zu bringen, aber auch hier Lacktausch und Thies schleudert es da ein wenig. Wir fangen uns aber beide ganz gut und jetzt bin ich hier auch nicht mehr zimperlich. Ja, ich sehe jetzt hier auch nicht ein, warum ich mich deswegen grämen sollte, dass ich ihn da jetzt ein bisschen berührt habe. Ich ziehe an ihm vorbei. Und ja, wir kämpfen mit harten Bandagen hier jetzt mittlerweile und ich bin auch ein bisschen verzweifelt, ob der Position, die ich da freiwillig hergeschenkt habe. Es lief so gut, ich war auf Platz 6, es war wunderbar, ich hätte das Rennen wahrscheinlich auch da oben irgendwo beenden können. Und jetzt schiebt mich Thies raus und ich knall wie eine tote Taube rein in Andy, in Phil, glaube ich. Nee, in Moment, ja, das Ganze jetzt aus der Sicht von Phil, der schiebt Thies ein bisschen, Thies hatte mich rausgeschoben und ich mache den Anschein, ich würde Phil hier ganz bewusst und gekonnt rausdrücken, aber mitnichten.
nun absolut nicht gewollt. Sehr schade das Ganze. Jetzt sehen wir das Ganze nochmal aus der cineastischen Perspektive. Rums schnattert es mich da in Phil rein. Ja, tut mir leid. Konnte ich nichts machen. Ich bin abgeflogen und dann quer über die Strecke geschleudert. Es ist einfach traurig, wie dieses Rennen hier abgelaufen ist. Und jetzt nehme ich die Kurve zu weit und schenke auch Platz 10 noch her. Andy saugt sich richtig schnell ran. Ich habe ihn ein wenig blockiert, aber es war rechts wirklich Platz genug. Nun denn, diese Kurve hier fahre ich auch wie ein absoluter Noob, der ich ja nun mal auch bin. Und insofern kann Andy mich dann letztlich hier überholen. Naja gut, ich lerne und poperne. Und es wird hoffentlich die nächsten Male besser werden. Das Einzige, was mich wirklich ärgert, ist, dieses Rennen unnötig weggeschenkt zu haben. Aber das werde ich auch in Zukunft ähnlich halten. Also Fairness first. Und insofern entlasse ich euch mit diesen Worten wie immer in die Nacht. Macht Idiot und tschüss.